Der Birkenbäuerling wird schon seit 4.000 bis 5.000 Jahren als Heil- und Vitalpilz eingesetzt. Sogar der Ötzi hat den Birkenbäuerling schon bei ihm gehabt, um vermutlich seine Darmparasiten zu bekämpfen. Der Birkenbäuerling wächst hauptsächlich auf abgestorbenen Birken und da zieht er seine komplette Heilkraft aus. Also braucht sich keiner denken, dass man den verwechseln kann mit irgendwas. Also da besteht keine Gefahr, weil er hauptsächlich nur auf Birken wächst. Und der Birkenbäuerling, muss man sich merken, er sollte alle eine braune Schicht drum haben, weil solange das er weiß ist, entwickelt der Birkenbäuerling keine Heilkraft. Er muss schön braun oben sein. Unten mag er wunderschön weiß sein und nicht faulig, dann ist er perfekt. Der Birkenbäuerling wird überall eingesetzt. Dort, da wo ich mit dem Darm oder mit dem Magen oder mit der Lunge irgend ein Problem habe. Das ist ein außergesprochener, super Heilpilz. Der Birkenbäuerling hilft bei allgemeiner Magenschwäche, Magenschleimhautentzündung und Magengeschwüren, Allergien, Blähungen, Gastritis und bei Verdauungsbeschwerden. Er ist ein sehr wirkungsvoller Pilz gegen Magenleim und wird bis heute dazu verwendet. Im Birkenbäuerling kann ich auch super in Streifen schneiden, wenn ich eine Wunden oder einen Arm habe. Dann bleibt die ohne Narbenbildung. Wenn ich mir ein Stückchen Ohr schneide und gleich auf die Wunden auflege. Oder auch Blutungen werden viel besser damit gestoppt. Unsere deutschen Kriegsgefangenen, unsere tapferen Soldaten, sind in Russland nach dem Zweiten Weltkrieg, waren ganz viel mit Sicherheit nicht mehr heimgekommen, hätten die Eingeborenen, also die Einheimischen, sie nicht auf den Pilz darauf hingewiesen, was für enorme Heilkraft der hat. Der Birkenbäuerling wird nämlich auch sehr häufig bei der Therapie von Atemwegserkrankungen eingesetzt. Der Birkenbäuerling hilft bei Erkältungserkrankungen, Nasennebenhöhlenentzündungen, Asthma und auch bei Bronchitis. Dieser Heilpilz reinigt die mit der und Nikotin verschmutzten Lungen perfekt, sodass er Rauchern bestens empfohlen wird. Der Birkenbäuerling wird bei schweren Lungenentzündungen und zur Behandlung von Lungenkrebs eingesetzt. Der Pilz ist ein Wahnsinn. Nach meinen Chemotherapien, was ich gehabt habe, hat der meinen Körper wieder so richtig aufgebaut. Meinen ganzen Magen, meinen ganzen Darm, mein ganzes Immunsystem habe ich dem Pilz zum Verdanken. Der Birkenbäuerling zeigt in vielen Fällen eine enorme Unterstützung bei der Krebsbehandlung. Indem der Pilz das Immunsystem stärkt, hemmt er die Bildung neuer Blutzellen, die bei Tumorwachstum auftreten. So, wir können den Pilz jetzt am besten benutzen. Zuerst muss ich ihn einmal summen und dann schneide man in so kleine Streifen. Das ist die erste Möglichkeit. Dann tue ich ihn super trocknen, dass es super trocken ist und dann brauche ich nur noch mit heißem Wasser übergießen, 10, 15 Minuten ziehen lassen und in der trinken. Das, was unten bleibt, das darf ich nicht wegschmeißen, sondern auf den kann ich mal um, das war schon dazu und die schlucke dann. Die zweite Möglichkeit beim Birkenbäuerling ist, dass man durch ein Reiben einfach so anreibt. So ist er jederzeit fürs Joghurt oder für das, was ich einmischen will, zum Verwenden. So, jetzt ist die richtige Zeit, um Birkenbäuerling zu sammeln. Die Zeit ist am besten immer von September bis Dezember. Da ist der Birkenbäuerling super ausgereift und jetzt ist die richtige Zeit dazu, dass euch ein Wintervorrat oder ein Vorrat für eure Beschwerden Olex. Viert euch, das war's wieder.